Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich bin natürlich mit Food Farming 2 Sides zurück. Ja, die Geschichte vom Reberhof. Und heute mit dabei ist mal keiner. Nein, ich bin heute mal alleine. Warum auch immer, Jungs, die alle für uns eigentlich mithelfen und da sind, sind heute noch nicht dabei. Dementsprechend müsst ihr heute mal mit mir klarkommen, mit der Hoffnung, dass ihr dann halt auch, dass wir hier eine schöne Zeit verleben und natürlich auch gut vorwärts kommen. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt im August angekommen. Das heißt, wir haben zwei erntereife Felder. Ich zeige es euch gleich hier mal eben. Schau mal eben schnell. Und da ist Endreif eben außen, die 6 ist Endreif und das fällt hier unterm Händler, was wir demnächst zur Wiese umbrechen werden. Die sind soweit erntereif und dementsprechend werden wir uns mit dem LU in Verbindung setzen, dass die auf jeden Fall direkt die Aufträge kriegen, damit wir da auf jeden Fall ja, die Frucht vom Feld kriegen und das Feld dann bearbeiten können. Des Weiteren wollten wir eigentlich letzte Folge mit dem Stefan sprechen. Jetzt hat es ein bisschen verschlagen, weil er mit Bollerkin mit dem Lambo unterwegs war und das vertragen wir auf hoffentlich heute Morgen, je nachdem, wenn wir Zeit finden, treffen wir uns mit Stefan nochmal und reden nochmal rum mit ihm drüber, weil wir die Idee hatten mit der Zuckerfabrik, ob wir uns die vielleicht gemeinsam kaufen oder betreiben, dass wir uns um die Ansaat kümmern, er sich um die Ernte und dass wir uns den Ertrag quasi ein bisschen teilen. Aber er hat halt den Aufwand durch die Maschinen. Und wir haben halt den Aufwand durch ja, die Bodenbearbeitung und wir können den Zucker gut gebrauchen für unsere Milchfabrik und der Liebe und er kann ja den Ertrag, den er dadurch hat, dementsprechend nicht verkaufen und dadurch sein Geld machen. Dann müssen wir mal schauen, wie Stefan dazu steht, ob er da Interesse hätte oder nicht. Da müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, wir können in meinem Ansatz leider gucken, was wir noch machen können. Aber wir wollen, wenn das mit Zuckerrüben klappt, würde ich auf diesem großen Feld ja auch Zuckerrüben ansäen. A ist der Weg kurz bis zur Zuckerfabrik und B ist das größte Feld. Dann haben wir quasi mit einer Fuhre erstmal Ruhe, bis wir wieder neue brauchen. Also das ist dann so ein bisschen so der Plan. Ja, warum ich hier einen Traktor habe, den ihr sonst nicht kennt, das ist der vom Kreiderer. Wir haben den ja quasi eine Kooperation, dass wir quasi mit ihm gemeinsam zusammen die Feldwirtschaft betreiben. Und da wir ein bisschen auf Bio umstellen wollen, habe ich das Feld gestriegelt, nicht gespritzt. Und jetzt werde ich mal zum Stefan fahren, schon mal die nächsten Aufträge, gerade das Ernten der beiden Felder, unser Rapsfeld und ein Getreidefeld, dass er da loslegen kann. Und dann schauen wir mal. So. Die neuen Klamotten für diesen Buldar und kurz hat die ja Design und so weiter. Hattet ihr da nicht die Maschine ausgeliehen, die da beim Landhandel rumstand? Ja, aber das wollte Fritz machen. Die hat auch einen Funker irgendwie, ne? Ja, ja. Wir haben ja eingespannt. Ja, wir kommen ja dann auch mit dem Gespann, so ist es ja nicht. Genau, und wenn ihr noch einen Anhänger mehr habt, können wir auch mit zwei gespannt sogar fahren. Wir haben mehrere Anhänger, wir haben zwei Anhänger. Hi Kai. Und wir haben 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob in den Ladewagen was reingeht. Das müsste man dann gegebenenfalls testen. Aber wir hätten 3 Anhänger, 4 Anhänger auf jeden Fall. Ja, und wir haben unseren Anhänger Zucht und dann schafft man das auch, oder was? Ja, aber wie gesagt, das wollte Fritz machen. Er wollte die Maschine sehr gerne fahren. Ja, alles gut. Ja. Also, ich kann von mir aus kommen und dann mache ich die anderen Sachen wie Hirse ernten und Raps. Ja, also je nachdem, wie euch das passt, dass wir gleich starten können. Ja, ich habe ja eh gerade nichts zu tun, deswegen. Ja. Also, warte mal, Quatsch. Ich bin sofort wieder da für dich, Pauli. Ja, ne? Ja, hallo. Ich habe gesehen, dass extrem viel erntereif ist in Rehbach und wollte fragen, ob du Hilfe brauchst. Ich habe einen Drescher und das bringt. Ich habe auch nur für einen Hof Aufträge und bis jetzt, wenn, würde ich mich bei dir melden, Hanna. Okay, na, ich wollte bloß sicherheitshalber nachfragen. Alles gut, ich melde mich bei dir. Aber bleib keine ruhig erstmal am Landhandel. Nee, keine Sorge. Okay. Ich melde mich bei dir, wenn was ist. Ciao. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. So, dann bin ich wieder faul. Du noch in der Nähe aus Reber, Stefan, ich bin aber parat, was kann ich für dich tun? Hier ist der Gunther. Wir haben bei vom Landhandel die 14 erntereif.
Ja. Abfahren würden wir das selbst. Hunde. Da drauf, Sorge und Hirse ist da drauf. Hirse, sagst du? Jo. So, ich bin noch beim Ahnenhof. Wenn ich da fertig bin, komme ich zu euch. Wunderbar. Ich würde einfach schon mal einen Anhänger runterstellen. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Jo. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschö. Ja, warum hast du Stress? Ach, hör auf. Du darfst immer Stress machen. Du hast auch noch Aufträge. Ich habe auch Aufträge für dich. Dann schieß los. Ich würde dir nur die ersten beiden, den Rest muss ich mal ein bisschen gucken, wie ich es mache. Einmal das Feld 6, das ist ganz unten links. Da müsste eigentlich Raps drauf sein, oder Soja, eins von beiden. Ja. Das müsste geändert werden. Und direkt rechts daneben, also unter ehemalig Händler Klein, das war mal eine Wiese, die mussten wir erst umbrechen, leider dummerweise. Da ist das Getreide drauf, Weizen, das müsste auch geändert werden. Ich weiß aber, welches Feld du meinst. Also im Kaufmenü ist es die 8. Ja, kann ich so eintragen. Weberhof 8. Auch ernten, sagst du, ne? Genau. Das Weizen ich, drauf, sagst du? Da müsste Weizen drauf sein. Ja, ruhig mit Strohablage, Strohfalten selber. Ja. Weiß, so groß ist dann kann wohl halt nur noch einen Moment dauern, weil ich fange beim Ahnenhof an. Und ja, dann machst du eine Feld beim Angriffscenter und dann würdest du dir kommen. Eins am anderen, wie du schaffst. Du, Stefan, eine andere Sache. Wir hatten uns mit Bolek mal so unterhalten. Wir brauchen ja viel. Machen wir gerade sie. Paul, hast du noch was? Sonst würde ich auflegen. Ja, ich wollte nur wissen, wo du jetzt anfangen willst und womit. Ich fange gleich auf Wiese 5 an mit der Hirse. Alles klar, gut. Dann gut, alles klar, dann bis gleich. Ich stell mit Anhängern. Jo, ja, tschüss. Ciao. So, jetzt, Entschuldigung, Siegfried. Wir brauchen ja für unsere, also für eine Schokolade brauchen wir Zucker. Ja. Jetzt ist die Zuckerfabrik ja nicht mehr im Rosenberg-Besitz, sondern in dieser komischen Genossenschaft in Alpone, wie der heißt, weiß ich nicht. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich hatte Bolleck, aber wir haben so ein bisschen die Idee gehabt, was hältst du, wenn wir uns die gemeinsam teilen, dass wir sie vielleicht, und dann würden wir ein Feld zur Verfügung stellen für Zuckerrüben, dass du uns quasi die Ernte machst von Zuckerrüben und wir dich dann quasi am Verkauf vom Zucker zu 50% damit beteiligen, dass wir die gemeinsam betreiben. Ja, dann, pass auf, dann machen wir das so, dann läuft die Ernte halt dann quasi in Anführungszeichen kostenlos. Genau, wir würden uns um die Ansaat kümmern, also um die Feldbau und Ansaat und das andere müsst ihr über euch machen, logischerweise, die Maschinen nicht haben. Ja, ja. Die Ernte über euch und den Ertrag machen wir dann 50-50. Wir würden unsere Hälfte Problem. Würden wir in die Fabrik schmeißen. Und was du mit deiner Hälfte machst, einen verkaufst, wir kaufen wieder ab. Von mir aus auch da reinschmeißen, mein Genau, Gott. Und dann beteiligen wir dich am Schokoladenverkauf oder so. Ja, nee, ist ja kein Problem, können wir so machen. Das heißt, wenn ich den Kalpon irgendwann treffen soll und du ihn siehst, dann hau ihn mal ruhig drauf an. Oder wenn es da bald einen neuen Bürgermeister gibt, vielleicht gibt es dir dann schon was, siehst du, geht schon los. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann können wir den mal fragen, ob das prinzipiell möglich ist, weil ich meine, warum sollen nicht zwei Rehbacher die Fabrik betreiben, anstatt irgendwelche Aussätzigen hier? Ja, klar, nee, können wir von mir aus sehr, sehr gerne machen. Ja, das klingt nach dem Plan. Gut, dann hast du die Aufträge erstmal. Wenn das fertig ist, würde ich dir sagen, wegen Ansaat, wo wir was hinmachen wollen. Können wir dann hin. Alles klar, Stefan. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja, ciao. Was? Also ihr seht, er ist schon mit einverstanden. Das heißt, ihr habt gesehen, bald ist er Bürgermeister. Aber vielleicht werden wir auch Bürgermeister, dann schustern wir uns diese Anlage hinzu. Aber jetzt aktuell ist es halt so, dass wir da mal abwarten müssen. Und uns ansprechbar, wenn er schon dabei ist, ich meine, allein die Ernte ist ja schon recht aufwendig von Zuckerrüben. Und wenn er oder Ansat auch noch seinen Teil dazu beiträgt, ist es für uns A günstig und günstiger. Und wir haben alle was davon, sowohl er im Verkauf als auch wir jetzt im Bestellen der Felder und so weiter. Weil Zuckerrüben, wisst ihr selber, ist halt ein bisschen aufwendig. Ja. So, wenn ich im Hof bin, dann werden wir mal das Transportunternehmen anrufen. Dass die vielleicht schon mal anfangen, unsere Kühe umzufahren, dass die auf jeden Fall dann einfach schnell, dass die Kühe, was wir vorhatten, dass die unsere Milchkühe gehen ja hoch an den Aussiedlerhof und wir hauen uns ja bei uns hier in den Stall dann halt diese Fleischkühe rein, dass er uns hier schon mal kauft und bringt und, damit das auch vonstatten geht. Das wäre ja nicht so verkehrt. Einfach immer zum Hof, mach jetzt den Traktor mal sauber. Und dann schauen wir weiter. Das haben wir. Und der Traktor, Kreiderer, das wisst ihr, ist nicht geklaut oder so, das ist mit ihm auch besprochen, dass wir halt uns die Maschinen teilen und ich halt. Und Reberhof?
Jo, moin, hier ist Karthaus. Wer ist denn da? Kennen wir Sie? Nein, auf gar keinen Fall. Noch nie gehört. Sie, ich habe Beschwerden über Ihren Hof bekommen. Was ist da los? Ja, was für Beschwerden? Von welchem Hof? Ja, wir hatten letztes Mal hier unsere beiden Jungs, die hier waren, die wurden nach Fichtheit zitiert. Ja. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich sage, fahr doch mal beim Sie vorbei, soll mal gucken, wie es am Hof aussieht. Und dann riefen sie an, boah, alles unordentlich hier. Wir haben alles sauber gemacht, hin und her gefahren. Ich so, oh, was ist denn da los? Okay. Ja, wir hatten einen Viehdieb da gehabt anscheinend. So ein Viehdieb? Berger sagt, ja. Okay. Und da hat er halt die ganzen Fahrzeuge überall, die Zufahrten alle blockiert. Weil die wohl mit einem LKW mal da waren. Ah, aber mehr weiß ich nicht, ich war auch selber nicht da. Okay, ja, nee, weil wir dachten, wir waren da gewesen, aber da war schon chaotisch. Wir dachten, überall steht was rum hier, alles blockiert und... Ja, ja, richtig, das war Absicht, tatsächlich. Achso, hat man euch... Ja gut, ein bisschen schamlich ersetzt. Aber Polizei, ist jemand da bei euch, oder? Ich bin gerade erst angekommen. Ich war noch unterwegs gewesen. Ich muss das jetzt mal mit dem Grundberger alles klären, was der macht. Okay, das ist natürlich scheiße. Ja, ja, ein paar Kühe geklaut. 12 Stück. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Sache ist. Okay. Schon verrückt, ey. Bist du einmal nicht da, ne? Ja, ja. Also, da kann ich, das waren unsere Jungs nicht, weil der rief mich an und sagte, hier wäre es ein bisschen chaotisch, alles würde rumstehen, die müssten erstmal hier aufräumen. Ist ja, okay. Ja, richtig. Das ist dann wohl klar, das ist dann wohl Absicht so gewesen, ja. Ist nur vorher passiert schon. Ja, genau, das wurde vorher, ist da passiert und der Grundberger, der Josef, der hat dann alles hier quergestellt und blockiert. Achso. Bevor die Polizei da ist, dann endlich oder so, dann, ja, ja. Dass dann nicht nochmal einer reinkommt. Das ist natürlich. So war wohl der Gedanke, ja, genau. Schon verrückt, oder? Das ist irre. Das manchmal. Ist ja manchmal, manchmal, manchmal. Ja, der, wie heißt denn, Olaf, der Olaf ist ja noch bei uns momentan drüben. Ja? Falls du den suchen solltest. Ja, ich hätte eine CU gebrauchen können. Ich weiß nicht, wir sind alleine hier. Rolleck nicht da, die anderen sind auch nicht da. Ja, ich sehe gerade hier. Ich hab gehört. ich kann ja mal gucken, ich kann ihn ja mal rüberschicken oder so. Wie ihr möchtet, alles gut. Ich habe jetzt also Stefan beauftragt. Wir haben nichts zu tun. Oder ja, wir hätten hier jetzt hier ein bisschen zu tun. Nein, ich habe mit Stefan gesprochen, ich habe Bolleck und ich habe eine geile Idee gehabt, weil die Zuckerfabrik ist ja nicht mehr in Rosenbergs Hände, sondern die gehört jetzt wohl diesem Calpone, wie der heißt. Oder? Ah, ja, ja, der Coupone, ja. Coupone, genau, ja, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Und wir brauchten halt für unsere Milchfabrik noch Zucker. Ja. Dann habe ich mit hier Guido so gesprochen und sagten jetzt, was statt gibt es ja aktuell noch keinen. Und da haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir uns jetzt, wir wollten eigentlich 10 Paletten haben. Ja. Aber die Anlage nur 8 rausgeworfen und dann hat Sven gesagt, pass auf, überweis einfach pro Palette 950 an die Stadt und dann holt ihr euch wieder weg, weil der Calpone nicht greifbar war. Ja. Und da haben wir uns dann gut, bevor die Anlage sich weiterläuft, ne, dann haben wir gesagt, komm, 950 klingt fair, ist auch normal, unser normaler Handelspreis hier bei uns im Rewe aktuell. Ja, eben, denke ich. Ja, das hat völlig gepasst. Da haben wir 8 Platten weggeholt. Jetzt haben wir uns überlegt, scheiße, Mann, warum übernehmen wir die nicht? Ich habe jetzt mit Stefan gesprochen, hier Schmidt, unseren LU, kennst du, ne? Ja, ja, ja. Ob wir es nicht gemeinsam machen, dass wir quasi uns um die Bodenbearbeitung kümmern. Ja. Eher quasi um Ansaat und Ernte, beziehungsweise Ansaat teilen wir uns dann, eher um die quasi Ernte auf sich nimmt. Ja. Und wir nachher 50-50 machen. Ne? Also quasi wir die Hälfte für unsere Zuckerfabrik, für unsere Milchfabrik und er kann seine Hälfte dann verkaufen. Ja, klingt doch eigentlich. Und da hat er schon gesagt, das ist eine geile Idee, würde er wohl machen. Ja, sobald wir demnächst wieder. Ja, guck mal, anders, das Ding steht dann da rum und bedient keiner, ne? Ja, und vor allen Dingen das Transport holt dann den Kram da weg, verkauft das blind, anstatt dass man uns mal fragt. Ne, jetzt haben wir mit Ach und Krach die letzten 8 Paletten da rausgeholt. Ne, also. Ja. Eben. Ich meine, die Maschinen, die Fabrik braucht ja nicht so viel. Nein. Aber immerhin, ne? Man muss ihn ja nicht irgendwie exportieren und man kann sie ja regional dann verarbeiten. Deswegen. Und dann müssen wir stellen Feldfläche zur Verfügung. Wir haben unser Feld 26, ist auch ganz nah, also recht nah an der Zuckerfabrik. Ja. Ich so, da hauen wir dann nächste Möglichkeit Zuckerrüben drauf. Ja. Und dann, ja, ernten wir die dann Anschuss gemeinsam. Er erntet, wir können abfahren, helfen wir natürlich. Ja. Ja, klingt eigentlich gut, ne? Fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja, ja, ja. Ja, cool. Und Bolleck hat irgendwie Angst, noch mehr Arbeit hat. Ich so, Bolleck, entspannt, ey. Ja, eben. Das ist aber der hat irgendwie immer Angst, dann zu viel arbeiten muss. Ja. Verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, ne? Der Kerl. Wo ist er denn heute wieder? Ich weiß es nicht, wo er wieder rumstreichelt. Vielleicht ist er jetzt in Italien gelandet. Weil, ja, wir waren letztes Mal Stefan abends noch.
Ja. Und Stefan hatte so ein Lambo gehabt, ja, weil die Demo, der Rosenberg war hier bei uns in Fich in Rehbach. Okay. Und dann gab es so lustige Schilder an den Traktoren, von wegen hier kein Rosenberg für Fichtal und kein Pech für Rehbach und was der Geier. Die beiden haben so ein bisschen gebettelt. Ja, und da hat Stefan wohl diesen Lambo, die Bürgermeister wohl hat oder hatte oder ich weiß nicht, hat den wohl bekommen. Ja. Und guckte damit durch die Gegend und zum Schluss durfte sogar Bolleck mitfahren. Oh ja, ja, dann ist er bestimmt noch auf Spritzur jetzt. Wahrscheinlich. Ja, nee, der Wagen stand immer noch am Landhandel, also er ist noch da. Na, okay, gut. Aber ich glaube nicht, dass Bolleck jetzt nach Italien ist und holt sich einen eigenen, weißt du, du kennst ihn ja. Ja, das könnte natürlich sein, ja. Wenn er aus dem Bullen nach Hause geritten kommt, wirst du Bescheid. Ja. So, dann haben wir was falsch gemacht. Ja, ja. Nee, aber jetzt weiß ich nicht. Na, ja, für gut. Kreider haben wir auch schon ein bisschen gearbeitet, den Bolleck und ich, haben seine Felder hier gepresst und gemacht und getan, Heu für ihn gemacht. Ja. Gucken, wenn er nächstes Mal kommt, was er dazu sagt. Ja. Bin ich mal gespannt, ja. Der ist ja auch nicht immer da, ne? Nee, deswegen, ich habe mir jetzt auch, den Traktor jetzt hat man gemobst für mit dem Striegel, für unser eines Feld, weil wir so mit Bioschiene so ein bisschen fahren. Ja, stimmt. Genau. Und da hatte ich mir dann gedacht, komm, nimm dann Leisten direkt aus. Hab's Feld irgendwie gestriegelt, was notwendig war. Jetzt schnell Bolleks Pferde ausreiten. Stefan hat schon Aufträge bekommen von unseren beiden Feldern, die noch erntereif sind, dass wir das runterholen, des Zeugs. Ja. Ja, ah, gut. Pech muss ich noch abrechnen, alles. Bei Güllefass haben wir jetzt gekauft, aber er hat jetzt uns 50.000 Liter Weizen und 90.000 Liter, ich glaube, Gerste bekommen. Oh ja, okay. Noch abgerechnet werden. Okay. Das ist nicht schlecht. Nö, finde ich gut. Ja, das ist ja gut, dann läuft das ja. Ja. Ja, cool. Siehst du mal, hätte ich das gewusst, wenn du was zu tun hast, dann wäre ich rübergekommen heute. Ja, kannst du die Tage mal rüberkommen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt die nächste Tour oder so. Nächsten Mal. Ja, genau. Deswegen, da kann der Olaf kann ja hier mit dem Grundberger, das funktioniert ja ganz gut. Ja. Da können die zwei hier rumtoben. Heute haben wir übrigens auch noch Wahlen hier. Ja, wir auch. Aber, ja, gell. Aber so wie ich gehört habe, wählen wir jetzt doch nur für eine Ortschaft. Ja, das wäre auch Quatsch gewesen. Ja, ich meine, warum sollten wir jetzt für... Ich wollte gerade sagen, ich kenne uns nur von Rosenbergs Wahlprogramm. Es war ja kein anderer hier. Das wäre sehr ungerecht gegenüber, wenn wir jetzt nur ein Wahlprogramm kennen. Nachher wähle ich jetzt irgendwie jemand anders aus dem Ort, der total Blödsinn macht. Ja, stimmt. Du kennst die anderen ja gar nicht. Nee, die haben sich uns in Rehbach nicht vorgestellt. Und ja, bei Demo zufällig war ich auch nur durch Zufall da mit Bolleck zusammen, weil wir eigentlich zu Stefan wollten. Mhm. Und sonst hätte man unser Wahlprogramm auch nicht gehört. Da hätte man nur in Fichtal über Rosenberg vielleicht das gehört, was Guido von sich gibt. Ja, ja. Also, ja, das ist der Käse. Du musst ja schon alle dann mitgehen. Ja, mal gucken, vielleicht werde ich auch Bürgermeister. Dann werden die anderen, dann gibt es ja anderes Thema. Dann geht es ja richtig vorwärts. Mal gucken, wie Leute hier abstimmen. Ich überlege gerade, ich bin ja eigentlich auch noch Rehbacher. Ich könnte ja eigentlich auch noch bei dir wählen. Ja, dann wo du gemeldet bist, genau. Ja, ich bin momentan in Fischtal gemeldet. Ja, dann nicht. Ja, deswegen. Mist. Sonst hättest du natürlich meine Stimme gekriegt, ist ja klar. Psst, das einfach nicht. Das ist keine Vetternwirtschaft. Nein. Ja. So, warte mal. Schön. Aber meine Freunde, damit wir am Ende der Folge kommen, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen, schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und schauen wir uns zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Ciao.